würde schwer fallen, etwas zu finden, was noch integrativer argumentieren könnte als Fußball. Ich meine, alle spielen Fußball auf diesem Planeten. Ich habe so viele wunderbare Situationen in den verschiedensten Ländern, Gott weiß wo, erlebt, die mit Fußball im Zusammenhang standen. Also du kommst mit jedem ins Gespräch. Sobald es sich über Fußball dreht, bist du im Gespräch und man entwickelt Sympathien füreinander. Es geht ja nun auch um Sport und das ist, glaube ich, ein Gen, das angelegt ist bei den Menschen. Über Fußball erreichst du die Menschen, das ist großartig. Also in meinem Metier, der ich in einer Rockband singe, Rock'n'Roll ist Mannschaftssport. Fußball ist Mannschaftssport. Wenn da einer aus der Reihe tanzt und denkt, er wäre was Wichtigeres als die anderen, dann gibt es Probleme. Das ist, man arbeitet miteinander und das fördert natürlich auch Integration, weil man sich aufeinander einlässt. Und wenn man dann auch noch kapiert, wieso man sich aufeinander einlässt, dann ist es umso besser. Dann ist das schon mal nicht nur die halbe Miete, sondern die ganze Miete. Köln ist natürlich eine unglaublich vielfältige Stadt. Das ist allerdings in der ganzen Stadtgeschichte begründet. Köln war immer ein Knotenpunkt, immer eine Achse, wo sich die Menschen getroffen haben, weil es war eine Handelsstadt, immer schon. Weil die erste Brücke, die jemals über den Rhein gebaut wurde, ging in Köln los. Und der Rhein als Handelsweg, als Schifffahrtsweg, die Menschen haben sich da getroffen und mussten miteinander auskommen. Das ist gut, wenn man aufeinander auch angewiesen ist. Da gibt es Jäcklers, Jägelands, also Jäck, lass doch den Narren, oder Narren, lass doch den Narren vorbei. Oder jede Jäck ist anders, jeder Jäck ist, also das ist schon eigentlich auch schon in der ganzen Geschichte begründet. Das ist ein Spruch, den habe ich schon als Kleinkind gehört. Jede Jäck ist anders, klar, logisch ist jede Jäck anders. Jeder Narr ist irgendwie anders. Ich weiß jetzt nicht mehr, vor wie vielen Jahren das war, dass ich angesprochen wurde, Kurator zu werden in der DFL-Stiftung. Aber ich habe das auch unmittelbar kapiert, weil das ist so eine Gelegenheit, junge Menschen vor allen Dingen in einer Form anzusprechen, die auch nachhaltig ist. Wo die dann auch kapieren, Spieler, die da auf dem Platz stehen, jedes Wochenende, dass die miteinander Mannschaftssport betreiben und dass es vollkommen egal ist, von wo die kommen, wo die herkommen, weil das ist Mannschaftssport. Und wenn das einmal richtig verstanden worden ist, dann wird das ein Leben lang nicht versiegen, mit Sicherheit.